Und wir begrüßen bei uns im Studio, meine Damen und Herren, den Heiland der Christenheit, Jesus von Nazareth. Okay, ganz entspannt. Ganz entspannt, super schön hier zu sein. Nice Audience, freue mich total. Bleib sitzen. Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt. Ich bin auch irritiert. Okay. Wie darf ich Sie ansprechen? Christian, duz mich. Der Lanz hat mich auch geduzt. Nenn mich einfach Messias, okay? Damit bin ich total fein. Und Jesus, Messias, the Lamb of God, you name it, okay? Wahnsinn, ich bin überwältigt. Ich meine, nach 2000 Jahren... Das Comeback? Was ist passiert in der Zeit? Erzähl mal. Danke, der Nachfrager Christian. Ich hatte eine taffe Zeit. Backpacking in Peru, Selbstfindung. Ich hatte psychisch so ein paar offene Baustellen. Ja, krass dominanten Vater. Krasse Success in jungen Jahren. Auch so eine Auferstehung, das musst du mental wuppen. Ja, es ist... Du bist da, dann bist du wieder weg. Ja, das ist einfach eine krasse Experience. Ja, dann bist du in so einer creepy Höhle. Super spooky, super creepy alles. Ja, ja. Ich weiß nicht, also ich bin verwirrt, Jesus. Ich spreche es mal offen an. Ich bin verwirrt. Es wirkt alles für mich so heutig, so eigentlich viel zu heutig. Höre ich ganz oft, Christian. Ja. Höre ich ganz oft und ich nehme es auch ernst. Aber ich meine, was habt ihr erwartet? Nee, auch an euch jetzt. Ich meine, ich hoffe, ihr habt nicht die Leinenwindel erwartet. Ja, ich meine, es ist... Ich habe gesagt, wenn ich wiederkomme, just in case, ja, dann nicht in dieser peinlichen Leinenwindel, ja, und in einem Zeitalter, in dem ich meine Message, ja, die Botschaft der Liebe, medial hochskalieren kann. Also, medial hochskalieren? Ja, ich kann nicht nochmal mit 12 Followern anfangen und dann, ja, weißt du, und dann analog ans Kreuz. Das tut auch weh, ja. Ich habe gesagt, wenn dann alle Channels, ja, also alle Channels. Insta, Snapchat, Twitter, red rüber Facebook so ein bisschen, also ich habe gesagt, give me 500k a day. Komm nicht, Entschuldigung, was bitte, okay, gib mir was? Kommst du also in deinen Tunnel? Ja. Okay, sorry. Also alle Channels? Ich habe gesagt, unter 500.000 Likes pro Tag mache ich es nicht. Weißt du? Nee, weißt du, sonst gehe ich auch wieder in die Höhle. Dann spiele ich auf meinem alten Nokia das Würmerspiel. Also es ist... Nee, es ist ja, wenn ihr das wollt, wenn es das ist, was ihr wollt, es ist kein Thema, ja, dann nein. Ist es schon in Ordnung, nee, passt schon, passt schon. Nee, kein Thema, Jesus, next train to Bethlehem in 30 minutes, ja. Nein, Jesus, jetzt sei doch nicht beleidigt, Mensch, jetzt gehst du irgendwie in diese Opferrolle, verstehe ich nicht. Okay. Nicht in die Opferhaltung. Warum denn jetzt in die Opferhaltung? Ja. Nee, es ist der Job, das ist der Job, du gehst zu schnell in die Opferhaltung, es ist einfach... Ja. Ist wieder in Ordnung, okay. Let's go on. Ich muss sagen, es ist keine Kritik, aber... Ich bin katholisch, ja, katholisch erzogen. Die Botschaft war doch zeitlos. Eigentlich war es war eine souveräne Geschichte, souverän über allen stehend warst du praktisch, ja, und hast gesagt, wo es lang geht. Und jetzt biederst du dich hier so einem komischen Zeitgeist an, so einem Trend. Ich find's fast ein bisschen traurig. Weißt du, Christian, traurig, um das mal zu definieren hier, ist ein starkes Wort. Traurig ist, dass wir uns auf dem Weg zur Weltreligion die Hände schmutzig gemacht haben. Wir Christen haben Blut an unseren Händen, okay? Hätte ich vor 2000 Jahren ein iPhone und einen Selfie-Stick gehabt, ja, ich hätte gesagt, Maria Magdalena, in Gottes Namen, heul nicht, gib mir den Stick hoch, ja? Weißt du, Duckface-Selfie raus damit, Hashtag Sundowner auf dem Kreuzigungsberg. Also, Sundowner auf dem Kreuzigungsberg? Pontius Pilatus gefällt das. Sag mal, Jesus, was will es? Nee, weißt du, die Kreuzigung als trimediales Xing-Event, ja, eine nice HD-Drohne drüber laufen lassen, also super easy, weißt du, so peaceful, eine nice Kreuzigung. Eine nice Kreuzigung? Ja. Die touched? Hätte getouched, ja. Sag mal, das ist ein zentrales Element der Christenheit, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sag mal, ich war Messdiener. Weiß ich. Ja, ich fall hier vom Glauben ab. Weißt du, ich glaube, wir hätten die Botschaft friedlicher verbreiten können. Ja, das also es ist genau ja, der das Gedanke. Ist ja, das ist ja ein guter Punkt. Das sehe ich auch so. Das war. Gut programmierter Social Bot hätte 5000 Missionare ersetzt, ganz klar. Ja. Eine einzige Hexenverbrennung als Insta-Story, ja, mit cozy Lagerfeuerfilter und Burning Witch Boomerang. Judas hätte 2000 Jahre Shitstorm an der Pinnwand. Ja, das muss man mir vorstellen. Die Bibel wäre ein Open Office Dokument. Da könnte jeder reinschreiben. Ja, Digitalität, Christian, und damit politisch. Demokratie. Das ist die Accessibility of Information. Das ist der Gutenbergsche Buchdruck des 21. Jahrhunderts. Weißt du, hätten die Leute vor 500 Jahren ihr Recht auf Information nicht ergriffen, dann würdest du heute deine Ablassbriefe mit der EC-Karte bezahlen. Das ist die Wahrheit, okay? Da denke ich mal drüber nach. Vielen Dank, Jesus von Nazareth. Sehr, sehr gerne.